Herzlich willkommen, Republika in Berlin, DZTP TV. Mein Name ist Philipp Banse. Mein nächster Gast ist Bernhard Pörksen, Medienprofessor aus Tübingen. Ganz herzlich willkommen. Sie haben einen Talk hier gehalten über ein, wie ich finde, sehr interessantes und wichtiges Thema, nämlich die fünfte Gewalt. Vielleicht machen Sie mal an so ein paar Beispielen klar, wen Sie darunter verstehen. Die vierte Gewalt ist im Allgemeinen die Presse, sind die etablierten traditionellen Medien, gibt es schon sehr lange. Fünfte Gewalt, wer ist das? Die fünfte Gewalt, das sind wir potenziell alle. Die fünfte Gewalt, das sind die vernetzten vielen. Diejenigen, die sich zusammenfinden als Protestgruppe, als Fahndungsgemeinschaft, als Meinungskorrektiv, als medienkritische Instanz. Diejenigen, die ein Anliegen gemeinsam vorbringen und zwar mit Hilfe der digitalen Medien. Das würde ich sagen, ist die fünfte Gewalt. Und die fünfte Gewalt, das können wir letztlich alle sein. Mal sind es Schwärme von wütenden Doktoranden, die die Doktorarbeit eines betrügerischen Verteidigungsministers vor aller Augen auseinandernehmen. Mal ist es ein 9-jähriges Mädchen, das über sein entsetzliches Schulessen, und das sage ich voller Mitgefühl, blockt und ganze Schwärme nun für dieses Thema zu interessieren mag. Mal ist es ein Schüler, der sich über irgendein Unternehmen ärgert und die ganze Geschichte auf Facebook postet und nun in der Lage ist, einen solchen Shitstorm anzustoßen. Also die fünfte Gewalt hat unendlich viele Gesichter. Kluge, analytische, berührte, engagierte, aber natürlich auch das Gesicht manchmal des Mobs oder auch der Schwarmintelligenz, genauso wie der Schwarmdummheit. Sie lässt sich nicht über eine gemeinsame Idee fassen, denn die Ideen, die sie vertritt, sind unendlich vielfältig. Sie lässt sich nicht über eine gemeinsame Ideologie fassen, denn die Ideologien, die sie vertritt, sind unendlich vielfältig und im Extremfall auch vollkommen gegensätzlich. Und es gibt auch keine gemeinsame kollektive Moral oder Unmoral der fünften Gewalt, sondern sie hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Gesichter. Und wir müssen lernen, diesen radikalen Pluralismus erst einmal zu sehen, anzuerkennen, aber doch dann diesen Akt der Vernetzung im Resultat als eine neue Machtsphäre anzuerkennen. Eben die fünfte Gewalt, die sich neben die staatlichen Gewalten, Exekutive, Legislative, Judikative und die klassische vierte Gewalt des traditionellen Journalismus schiebt. Aber was heißt denn das anzuerkennen? Ich glaube, wir müssen uns erst einmal klar werden, dass es diese Machtsphäre gibt und dass diese Machtsphäre ihren Einfluss hat. Sie hat nur einen Einfluss, der sehr viel unplanbarer, unsteuerbarer, eruptiver ist. Dieser Einfluss ist gleichsam systemisch und epidemisch. Er ist nicht mehr individuell zurechenbar auf eine institutionelle Adresse, auf eine Figur, auf einen mächtigen Blogger. Nein, das ist alles gleichsam altes Denken. Wir personalisieren da Netzwerkphänomene, aber so funktioniert das nicht. Es macht keinen Sinn, linear, kausal über diese neuen Machtphänomene nachzudenken, nach dem Motto A erzeugt B und je massiver der erster Anlass, desto stärker die Wirkung. Nein, es sind unplanbare Schmetterlingseffekte, neue Asymmetrien von Anlass und Effekt, von Ursache und Wirkung, die in einem solchen, so würde ich das beschreiben, Wirkungsnetz, in einem solchen Machtverbund der vernetzten vielen entstehen. Machen Sie das doch mal an dem Beispiel klar, wie so eine, wo sich die fünfte Gewalt zeigt, wie sie entsteht, wie sie groß wird, wie sie ihre Macht entfaltet. Haben Sie da ein Beispiel? Ja, ich nehme mal ein ganz einfaches, gleichsam lustiges Beispiel. Im Jahre 2012, Marta Payne, eine junge Schottin, 9 Jahre alt, kommt nach Hause und beschließt beim Abendbrot, sie will jetzt Journalistin werden. Ihr Vater richtet ihr einen Blog ein und sie bloggt über ihr entsetzliches Schul- und Kantinenessen. Vater verlinkt es bei Twitter und wups, ist eine große Gemeinschaft, sind Tausende dabei, sich dafür zu interessieren, schicken Schulkinder aus aller Herren Länder verkochten Mittagsmahlzeiten beziehungsweise die Fotos dieser entsprechenden Mahlzeiten und die ganze Geschichte explodiert endgültig, als die Schulleitung Martha Paynes verbieten will, dass sie weiter darüber bloggt. Am Tag darauf hat ihr Blog 1 Million Besucher und das ist die Macht der vernetzten vielen, also massive Beteiligung der unterschiedlichsten Kräfte, der unterschiedlichsten Treiber. Der Effekt ist klar, die Schule ist blamiert und ein Thema, das durchaus wichtig ist, nämlich wie ernähren wir eigentlich unsere Kinder, wird nun
auf eine globale Agenda in diesem Fall gesetzt. Viele tausend Menschen spenden Geld und dieses neunjährige Mädchen vermag Agenda-Setting zu betreiben im Verbund mit anderen, die sich für dasselbe Thema interessieren und faszinieren lassen. Also sie ist der Einzelne ist Kristallisationspunkt für einen großen Vernetzungseffekt, auf den der Einzelne dann selber gar nicht mehr so viel Einfluss hat. Absolut, ganz korrekt, würde ich genau so beschreiben. Man gibt einen Anstoß und dieser Anstoß vermag eben durch den Akt der Vernetzung neue, gleichsam asymmetrische Machteffekte zu erreichen. Ich würde das so beschreiben und habe das auch in dem Vortrag auf der Republika so getan. Wir haben hier eigentlich ein neues Organisationsmuster, für das wir einen Begriff brauchen. Der Begriff des Schwarms ist ja aus der Biologie. Ich würde einen anderen Begriff, der stärker auf die Tatsache der Vernetzung und auf die digitalen Medien abhebt, wählen. Ich nenne das ein Konnektiv im Unterschied zu einem totalitären. Also nicht kollektiv, sondern konnektiv. Absolut. Mit Nordpol in der Mitte. Wir haben vielleicht, wenn ich das so als Kontrastmittel hier bringen darf, wir haben eine Form der Vergemeinschaftung, die wir einen totalitären Kult nennen könnten. Eine Sekte, Extrembeispiel. Einen einzelnen Magier, einen einzelnen Guru, einen einzelnen Hierarchen. Sternförmige Kommunikation nur auf dieses Machtzentrum zu. Klare Außengrenzen. Hohe Interaktionsdichte, klare Befehlsstrukturen. Dann haben wir als nächstes Organisationsmuster in der analogen Welt die Welt der Kollektive, also eine Partei, ein Unternehmen, was auch immer, ein gemeinsames Programm. Auch hier weiß man, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Es gibt im Zweifel Hierarchien, man kennt sich. Die Individualität des Einzelnen ist nur sehr begrenzt lebbar, solange sie nicht im Widerspruch zu den Zielen des Kollektivs gerät. Und dann haben wir diese neue Form der Vergemeinschaftung, die ich gerne das Konnektiv nennen würde, was ist das Besondere hier? Nämlich, ich würde sagen, eine Gleichzeitigkeit von Ich und Wir, eine Kombination aus Offenheit und Kompaktheit, eine Kombination aus Individualität und Vergemeinschaftung. Und das ist tatsächlich etwas Neues. Denken Sie an einen Hashtag. Ein Hashtag ist sozusagen eine Form, Kompaktheit zu stiften. Beispiel die Aufschrei-Debatte, ja? Viele Menschen, viele Frauen schalten sich mit ihren entsetzlichen Erlebnissen zu. Aber gleichzeitig ist die Komplexität der einzelnen Narrative, ist die Komplexität und auch die Entsetzlichkeit der einzelnen Geschichten, die Fotos, die Sätze, die Statements, nach wie vor sichtbar. Und das ist eine neue Form der Vergemeinschaftung, konnektiv ermöglicht durch die digitalen Medien, gleichsam eine Kombination aus dem Ich und dem Wir, eine Ich-Wir-Gemeinschaft, eine Individualmasse, wenn man so will. Und was sind die Faktoren, die dieses Konnektiv entstehen lassen? Also es gibt ja viele Leute, die mal was twittern und sich beklagen über schmutzige Straßen oder ihren Nachbarn oder. Aber nur wenige, verblüffend viele, aber doch relativ wenige, gemessen an der allgemeinen Masse der Klagen, werden dann so groß und entfalten wirklich Macht, dass sich irgendwas ändert. Was sind die Faktoren, die das groß werden lassen? Das muss man natürlich ehrlicherweise sagen, das wüsste ich auch gerne. Ja. Sie fragen im Grunde genommen nach dem Geheimnis von Viralität. Wenn man dieses Geheimnis der Viralität oder was wird viral gelöst hat, dann sollte man eine PR-Firma gründen und sofort ein Start-up daraus machen und viel Geld an der Börse einsammeln. Nein, aber es gibt natürlich ein paar Faktoren, die sich tatsächlich beschreiben lassen. In der Regel sind es Gemeinschaften, die sich gegen etwas richten. Protestgemeinschaften ist ein ganz wesentliches Rollenmuster der fünften Gewalt. Also Kritik an etwas, nicht so sehr eine positive Wertedefinition, denn die würde ja immer die Unterschiedlichkeit der unterschiedlichen Akteure wieder sichtbar machen und vielleicht die Gemeinschaft auseinandertreiben. Genauso ist es den Piraten passiert. Die Piraten haben versucht, ein Konnektiv, das sie zuerst waren, in ein Kollektiv, in eine klassische Partei zu überführen. Und dann haben sie sich angeschaut und gesagt, wer ist das denn? Mit dem soll ich zusammenarbeiten? Und dann begann der Shitstorm. Also ein sich zerlegen auf dem Weg von einem Konnektiv zu einem Kollektiv, so würde ich das Scheitern der Piraten beschreiben. Aber um zurückzukommen auf Ihre Frage, also es gibt ein Protestgeschehen, etwas, wogegen man sein kann. Dieses Element des Protests hat das Kriterium der Sofortverständlichkeit. Diese Geschichten, die funktionieren, müssen sofort kapiert werden können. Bloß nicht zu kompliziert sein, klare Ausrichtung, klare Orientierung in Idealfall Visualisierbarkeit und Personalisierbarkeit. Also das sind so ein paar allgemeine Merkmale für ein solches Thema, das dann funktioniert. Fünfte Gewalt meint ja in Analogie zur vierten Gewalt, dass es ein Machtfaktor ist, der, sag mal, die erste, zweite und dritte Gewalt kontrolliert, im Schach hält, überwacht, in ihre Grenzen verweist.
jetzt hat sich die Politik, also die erste, zweite und dritte Gewalt, haben sich sozusagen, sagen wir mal, mit der vierten Gewalt arrangiert auf eine Art. Es gibt Mechanismen, wie reagiert man auf kritische Artikel, auf Presseerscheinungen, Interviews. So, das sehen wir bei diesen ganzen NSA-Geschichten. Da hat sich so ein Miteinander irgendwie eingespielt. Jetzt ist diese fünfte Gewalt, das haben Sie beschrieben, völlig anders. Viele Namen, man kennt sie nicht, neu auf der Bildfläche, man weiß nicht richtig, wen man ansprechen soll. Vor welche Herausforderung stellt die Politik das Agieren der fünften Gewalt? Ich glaube, es ist vor allem, und das gilt für die gesamte Gesellschaft, eigentlich nicht nur für die Politik, das gilt auch für den klassischen Journalismus, die Frage nach der Beziehungsdefinition, nach dem Beziehungsmuster, wie geht man eigentlich miteinander um? Im Moment finden wir auf allen Seiten wohlgemerkt, von allen Seiten noch sehr viel pauschale Etikettierung. Also die eine Seite ruft immer Trolle, Shitstorm, Mobbing, Spektakel und die andere Seite ruft im Extremfall zurück Lügenpresse oder die da oben. Also ein Mechanismus der pauschalen Verdächtigung, der wechselseitigen pauschalen Verdächtigung, der einem Diskurs nicht gut tut. Und da müssen sich sicher, und ich sehe das als eine Übergangsphase, die Phase, die wir im Moment erleben, noch stabilere, berechenbarere, vielleicht auch manchmal freundlichere Formen des Beziehungsgesprächs zwischen diesen unterschiedlichen Teilmächten einer Gesellschaft ergeben, zwischen dem Journalismus, zwischen der Politik, zwischen dem, was ich die fünfte Gewalt nenne. Weil das ist ja ein Aspekt, den Sie auch ansprechen. Also man hat ja den Eindruck, in dieser fünften Gewalt verschaffen sich vor allem, sagen wir mal, sehr einfache und extreme Positionen sehr leicht viel Gehör. Das sind auf der einen Seite Klagen, wie Sie sie beschrieben haben, aber eben auch Leute wie Pegida, ne, die dann die Medien insgesamt diffamieren als Lügenpresse und ihnen sagen wir, unterstellen, dass sie sich absprechen, um die Bevölkerung nicht zu informieren oder bewusst falsch zu informieren. Diese Stimmen werden ja laut, besonders laut, ist der Eindruck. Ne? Was folgt daraus? Was ist das Problem? Wie sollen wir damit umgehen? Ich glaube, als diejenigen, die fünfte Gewalt versuchen zu verstehen, müssen wir davor warnen, in einen Pauschalverdacht zu gehen, zu sagen, das sind ja nur die Pegida-Anhänger, das sind ja nur die Verrückten, das sind ja nur die Merkwürdigen, die sich hier zusammenschließen. Nein, ich will es nochmal betonen, die fünfte Gewalt ist durch einen radikalen Pluralismus gekennzeichnet und sie hat eigentlich ganz unterschiedliche Rollenmuster. Das Rollenmuster des Protests, das Rollenmuster des Meinungskorrektivs und auch der Medienkritik. Und auch diese Medienkritik ist oft berechtigt, aber sie kann natürlich vollkommen über die Stränge schlagen. Das erleben wir, wenn wir an die Lügenpressevorwürfe denken. Das ist ja eine Form der Pauschalverdächtigung, die schlicht und einfach falsch ist. Aber wir haben auch andere Rollenmuster. Aus sozusagen tatsächlichen Fehlern der Medien halt große Verschwörungstheorien gestrickt werden. Absolut, also, das ist dann das Problem. Ja. Das ist das Problem letztlich der falschen Generalisierung. Natürlich, man muss, und das würde ich immer betonen wollen, man muss Fehler benennen. Fehler müssen klar auch kritisiert werden und auch die journalistische Seite, wenn sie denn Fehler gemacht hat, sollte diese Fehler offenlegen und versuchen sie irgendwie zu erklären, zu begründen und sich im Zweifel auch dieser Kritik zu stellen und in einen großes Gespräch auch mit den vernetzten vielen eintreten. Das Problem aus meiner Sicht besteht darin, wenn ich die einzelne Fehlleistung nehme und sie in einen Pauschalverdacht ummünze und so sage, Lügenpresse, alle gesteuert, alle gekauft, dann lande ich bei einem verschwörungstheoretischen Denken, das sich selbst dann nicht offen, aus meiner Sicht, offen und beweglich genug hält, um auch die vielen positiven Leistungen im deutschsprachigen Journalismus anzuerkennen, sondern man macht einfach mit bei einem sehr verbreiteten Narrativ des Niedergangs. Es wird alles schlechter und unter anderem geht die Welt unter, aber vielleicht auch noch der deutsche Journalismus. Es gibt ja so verschiedene, sagen wir mal, sehr auch bedrückende Phänomene, wo halt Trolle daherkommen und Menschen wirklich nachhaltig fertig machen. Ja? Und quasi aus dem Nichts über Privatleute, weil sie irgendeinen kleinen Fehler gemacht haben, irgendwie dumm dastanden oder irgendwo mit einem dämlichen Foto aufgetaucht sind, wo die Leute fertig gemacht haben. Haben Sie das Gefühl, dass wir als Gesellschaft oder dass die Einzelnen sich ihrer Macht, die sie online haben, erst noch bewusst werden müssen, um auch damit verantwortungsvoll umzugehen, erst zu lernen, wenn ich über jemanden herziehe, kann das im schlimmsten Fall
den echt in den Selbstmord treiben. Hat es genug Fälle gegeben? Müssen wir als Gesellschaft wirklich als jeder Einzelne, der twittert und wenn er auch nicht viele Follower hat und so, sich dieser potenziellen Folgen erst noch bewusst werden? Ich glaube ja. Ich glaube, wir leben in einer Übergangszeit. Sascha Lobo hat mal von der inneren 13-Jährigkeit gesprochen. Ich komme jetzt von der Universität Tübingen. Ich würde das ein bisschen akademischer anders formulieren, würde sagen, wir leben in einer Phase der mentalen Pubertät im Umgang mit den neuen Medienmöglichkeiten. Was kann man tun, um gewissermaßen an der Selbstbildung und an der Selbstzivilisierung zu arbeiten? Ich halte diesen Ruf nach neuen Gesetzen oder schärferen Regeln eigentlich für einen Verrat an einem Ideal der Mündigkeit, das ich durchaus mit einem gewissen humanistischen Optimismus vertrete. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die ich hier treffe. Also was kann man tun? Ich würde sagen, in dieser Übergangsphase, in der wir uns befinden, muss man eigentlich versuchen, und das ist ein Vorschlag, den ich hier aufgreife von Peter Glaser, den er 2006 gleichsam beiläufig in einem Interview mal gemacht hat, muss man eigentlich die Ideale des Journalismus, die Grundfragen des guten Journalismus, nämlich was ist glaubwürdige, veröffentlichungswürdige, relevante Informationen, die Grundfragen und Ideale des Journalismus zu einer Frage der Allgemeinbildung machen. Heute muss sich jeder diese Fragen stellen, die in einer anderen Zeit, in der Zeit der mächtigen Massenmedien, der allmächtigen Massenmedien, sich nur Journalistinnen und Journalisten gestellt haben, nämlich was ist glaubwürdige, relevante, veröffentlichungswürdige Information. Und wenn man sich diese Fragen klar macht, dann ist es eben nicht sinnvoll, gewissermaßen nun in einem Riesenschwarm auf ein einzelnes Mädchen, auf einen einzelnen Menschen, der sich aus irgendeiner Absurdität heraus lächerlich gemacht hat, einzuprügeln. Es gibt allerdings eine systematische Schwierigkeit und das ist dieser Zusammenballungs- und Netzwerkeffekt von Macht. Man hat ja als Einzelner, wenn man nur etwas forwardet, weitermailt, postet, teilt, gar nicht das Gefühl, dass man ja in dieser Weise unmittelbar wirksam wird, dass man Anteil hat an einer ja, Menschenjagd in der Digitalsphäre. Also wir müssen auch lernen, und das ist ein schwieriges Problem, das uns auch mit Blick auf die Umweltfrage, jeder hat Anteil an der Zerstörung des Planeten, eigentlich in der Digitalsphäre noch einmal neu beschäftigen muss. Wie macht man als Einzelner sich klar, dass man kumulative Effekte im Verbund mit anderen erzeugt, die fatale Auswirkungen haben können? Das haben wir als ökologische Grundfrage aus meiner Sicht noch nicht gelöst. Wir haben keine Verantwortungsethik, die tatsächlich in Netzwerken, die tatsächlich in systemischen Effekten gelernt hat zu denken und wir haben sie noch nicht mit Blick auf die Digitalsphäre. Also diese Schritte der Sichtbarmachung des eigenen Einflusses, die halte ich für absolut existenziell. Die zu durchdenken und sich darüber klarzumachen, würde ich für sehr bedeutsam halten. Um überhaupt auch so eine letztlich journalistische Güterabwägung zu treffen. Ist es wert für dieses Anliegen, bestimmte Rechte unter Umständen zu verletzen, jemanden in die Öffentlichkeit zu zerren, wenn ich darüber schreibe oder blogge oder ihn anschwärze? Ist es das Anliegen, um das es mir geht, wirklich wert? Das kann ja durchaus sein, dass man jemanden aus der Masse rausholt und ihn anschwärzt. Aber gibt es auch im klassischen Journalismus. Gibt es im klassischen Journalismus, aber diese Frage muss sich halt jeder stellen. Ja. Ja, ich hole jemanden raus, ich schwärze jemanden an. Ja. Das ist legitim, wenn das Anliegen, das ich da verfolge, legitim ist und diese Rechtsverletzung vielleicht legitimiert. Einen anderen Punkt wollte ich noch ansprechen, in dieses Bild passt. Monika Lewinsky hat eine, finde ich, ganz interessante Rede gehalten. Über ihr Leben quasi, nachdem sie sich in den US-Präsidenten verliebt hat. Die hat wirklich viel Schlimmes durchgemacht, aber die hat einen ganz interessanten Effekt gesagt, nämlich auch auf die Frage hin, was kann denn der Einzelne tun, wenn er beobachtet, dass Leute fertig gemacht werden? Ja, wenn Leute von so einem Schwarm, von so Trollen erdrückt werden, fertig gemacht werden. Da hat sie gesagt, jede Wortmeldung von jemandem, der gesagt hat, hey, halt durch, wir stehen zu dir, wenn du Hilfe brauchst, melde dich, so in dem Sinne, meint sie, hat ihr unglaublich viel geholfen. Jede einzelne Wortmeldung, so nach dem Motto, lass dich nicht fertig machen, von diesen Idioten, halt durch. So. Finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken, auch sehr wichtigen Gedanken. Sie können ja einem Konnektiv, im Unterschied zu einem Kollektiv oder zu einem totalitären Kult, keine Befehle geben. Nee. Aber Sie können ein Konnektiv inspirieren. Und wir erleben es tatsächlich immer wieder, dass ein Shitstorm umkippt in einen Candystorm, wenn Sie so wollen. Ein Beispiel, irgendein Mensch rauschte kürzlich durch die sozialen Netzwerke, hat sich furchtbar lächerlich gemacht und wurde heimlich fotografiert beim Tanzen in einer Diskothek. Und irgendjemand hat ihn dann verspottet, der kann ja gar nicht tanzen, dieser Dicke da. Was hat sich entwickelt? Ein gewissermaßen
Candy- oder Flauschsturm von unterschiedlichsten Menschen, viele Frauen, die gesagt haben, wir feiern eine Party für dich. Jeder Mensch kann tanzen. Es ist alles in Ordnung, so wie du bist. Und das ist etwas, das kann dem Einzelnen helfen. Man sieht einen anderen Kommentar, man sieht eine andere Weltsicht. Aber nach diesem Muster der Schmetterlingseffekte für jedermann kann da natürlich auch eine Inspiration liegen, jetzt dieses Mobbing-Spektakel wieder in etwas Positives, in eine neue Form der Nachdenklichkeit oder auch in eine Form der Online-Wiedergutmachung zu verwandeln. Ja, und das Interessante an dem Lewinsky-Aussage finde ich aber, dass daraus nicht ein, wie Sie es nennen, Candy-Storm werden muss, ja, sondern alleine ein Tweet, ein Posting, ein Kommentar von einem Menschen, der nicht zu einem Candy-Storm wird, sondern der bei Lewinsky ankommt und sagt, hey, ich denke an dich, alles ist gut, halt durch, du schaffst das. Ich meine, sie hat ihr unglaublich viel gegeben. Und das ist nämlich auch das muss den Leuten auch bewusst werden, dass jeder ohne viel Follower, ohne Kommentar, wenn er sich direkt an eine Person wendet, die er unterstützen will, die er in dem Fall irgendwie unterstützen und supporten will, wenn er sich direkt an sie wendet, kann das viel ausmachen, ohne dass man gleich den Schwarm hinter sich hat oder so eine Lawine lostritt. Ja. Absolut. Aber da sind wir am Anfang. Da sind wir alle am Lernen, glaube ich. Ne? Unbedingt, ja. Also der Imperativ des digitalen Zeitalters, der sich für mich daraus ergibt, was wir jetzt besprochen haben, heißt, Handle steht so, dass dir die öffentlichen Effekte deines Handelns langfristig vertretbar erscheinen. Und dieses Element der langfristigen Vertretbarkeit, das könnte idealerweise, ich komme ja aus einer Bildungsanstalt wie der Universität Tübingen, ich setze auf Bildung, ich setze auf Mündigkeit, das ist gleichsam Teil meiner Arbeitsplatzbeschreibung. Dieses Interesse an Nachhaltigkeit, das könnte doch vielleicht einen Moment auch manchmal des Zögerns auslösen. Ist es wirklich nützlich, jetzt drauf zu springen, mitzumachen, teilzunehmen? Und Eltern müssen mit ihren Kindern darüber reden, glaube ich. Also es geht nicht immer nur um die Mobbing-Opfer in der Schule, wo Eltern dann irgendwie sehen, dass sie damit fertig werden, sondern wenn Eltern sehen, Kinder mobben andere oder ihre Kinder mobben andere, müssen sie mit denen darüber reden. Sie müssen mit Kindern schon anfangen, darüber zu reden, ist es in Ordnung, das zu filmen? Ist es das in Ordnung zu veröffentlichen? Willst du das wirklich verbreiten? Überlegst dir zweimal, ist es das wert? Ja. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil Sie sehen, Kommunikation kann ja ungeheuer verletzen. Und Kommunikation wird immer dann besonders gefährlich und auch verletzend, gerade für ganz junge Menschen, wenn die den Eindruck haben, es gibt nur diese eine Form. Es gibt nur diese eine Art und Weise der Kommunikation. Und da die aufzubrechen durch Gespräche, durch den Dialog, durch das Miteinander, aber auch durch die vernetzten vielen, die womöglich dann wieder etwas anderes sagen, korrigierend sagen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Eine Sache wollte ich noch wissen, und zwar diese Möglichkeit, dass wir alle uns öffentlich äußern, die gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern, sondern das ist irgendwie Mitte der 90er Jahre irgendwie aufgekommen mit Kommentaren und dann irgendwann Facebook und Twitter und so. Warum erlebt in Ihren Augen diese fünfte Gewalt jetzt so so eine neue Phase, so eine neue Ermächtigung? Ich glaube, das sind verschiedene Punkte. Zum einen, es ist ja tatsächlich etwas Neues, dass jeder Mensch ja nicht ein Künstler ist im Sinne von Joseph Beuys, sondern jeder Mensch zum Sender geworden ist, teilnehmen kann, das Öffentliche in irgendeiner Form mitbestimmen kann. Also es ist etwas Neues und es braucht gewissermaßen Zeit, dieses Neue auf den Begriff zu bringen. Das ist der erste, vielleicht allgemeine Punkt. Der zweite Punkt ist diese fünfte Gewalt, dieses Nachdenken über eine neuartige Form von Einfluss verletzt eigentlich unser klassisches Kausalitätsdenken. Wir denken, wenn wir über Macht und Einfluss nachdenken, denken wir linear kausal. A erzeugt B, B erzeugt C und je mächtiger, desto wirksamer. Je mehr, desto unmittelbarer der Einfluss. Diese Form des Schmetterlingseffekts, die muss man erstmal intellektuell einholen. Diese Form des Netzwerkeffekts, der plötzlichen Wutwelle, des aufschäumenden Aufmerksamkeitsexzesses, die muss man erstmal intellektuell einholen. Zweiter Grund. Und dritter Grund, warum wir, glaube ich, noch nicht so systematisch über die fünfte Gewalt nachgedacht haben, ist, dass es erst in letzter Zeit gleichsam aktuell eine ganze Reihe von Anlässen gegeben hat, massive Medienkritik, Formen der sich verschärfenden Auseinandersetzung, die uns dazu gebracht haben, jetzt neu nachzudenken und nach Begriffen zu suchen, wie der fünften Gewalt, die vernetzten vielen, die redaktionelle Gesellschaft, einen Begriff, den Kotschnibben ins Spiel gebracht hat, nach Begriffen zu suchen, die diese
aktuellen Phänomene, die aktuellen Ereignisse auch auf den Begriff bringen können. Und warum ist jetzt diese Medienverdrossenheit, woher kommt die, die ja ein großer Treiber momentan ist für dieses Phänomen der fünften Gewalt? Ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, sie ist im Moment in der Wahrnehmung der Journalistinnen und Journalisten sehr stark. Seit einigen Monaten ist Medienverdrossenheit ein gewaltiges Thema. Vielleicht in Analogie zur Politikverdrossenheit, noch nicht ganz, aber doch. Faktisch ist es aber so, und das zeigen Studien etwa des Kollegen Wolfgang Donsbach aus Dresden, dass wir diese Medienskepsis und Medienverdrossenheit schon relativ lange haben, auch in den westlichen Mediensystemen insgesamt. Das schleicht schon relativ lange. Jetzt gibt es eine neue Aufmerksamkeit, vor allem ausgelöst durch eine ja in manchem ideologisch radikalisierte Fraktion der Medienverdrossenen, die jetzt das Bild aus meiner Sicht viel zu sehr bestimmen. Denn es gibt im Netz analytische, kluge, wertvolle, bedeutsame Medienkritik, die man sehr ernst nehmen sollte. Und es gibt auf der anderen Seite die Verschwörungstheoretiker, die ideologisch Radikalisierten, diejenigen, die sich in Pauschalverdächtigungen ergehen und die bestimmen aus meiner Sicht nicht ganz zu Recht im Moment zu sehr das Bild. Und das heißt, die Medienverdrossenheit war immer schon im Prinzip da, sie ist jetzt nur sichtbarer durch diese neuen Medien. Ja, sie ist sichtbarer und sie ist sozusagen noch einmal verschärft worden durch eine Reihe von Einzelereignissen. Denken Sie an die Christian-Wulff-Affäre, denken Sie an das Israel-Gedicht von Günter Grass, denken Sie an das Beschneidungsurteil oder die Beschneidungsdebatte, denken Sie an die aktuelle Ukraine-Berichterstattung. All das waren Einzelereignisse, die faktisch vorhandene Medienverdrossenheit gleichsam eruptiv noch einmal sichtbar gemacht haben. Werner Poxen, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank fürs Zugucken. Alle Videos gibt es im Kanal von dctp.tv oder beim YouTube-Kanal von dctp. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zugucken und bis dahin. Tschüss.